Ja, aber ich zieh doch immer nur Lines. Ach, das ist nicht witzig, Kian. Math not even once. Ruf die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge. Bildet. Bildet. Wie nenne ich das jetzt? Kinderflügel oder? Kinderflügel? Ich stelle mir gerade einen Flügel von einem Kind vor. Kinderflügel. Kinderabteilung, ah ne. Kinderflur? Ne, es gibt ein Wort für Kinder. Kinderstation. Kinderklinik. Kinderstation. Kinderstation, genau. Kinderstation. Estación de Niño. Chicos. Was ist Niño? Junge? Sohn. Sohn. Mi Niño oder mi Hijo ist mein Sohn. Stimmt, was ist da Niño? Junge. Ja, dann passt. Und Ninja ist Mädchen. Ja. Ah gut, aber und Chicos sind Kinder. Ja. Estación de Chicos. No, no. Das klang jetzt eher so wie weiß ich nicht. Guck mal, Kinderstation Wolkenschein. Oh, du hast Wolkenschein. Wolkenschein? Ja. Ist das Herrenklo nicht, eher rechts nicht oder Wolfenstein, eher links? Sondern Wolkenschein, Dolm. Hallo? Ist bei Männer- und Frauenklo, ist dann eher rechts Männerklo und links Frauenklo oder andersrum? Ich hab keine Ahnung, mein Freund. Das heißt ja Damen und Herren? Alter, ich fang nicht mit so einem Schrott an. Fangen wir auf der linken Seite an mit den Damen. Möchtest du mir damit sagen, dass Frauen eher links sind als Männer? Das habe ich nicht gesagt, aber du kannst gerne. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und politischer Orientierung? Ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass Frauen... Nee, ich glaube es auch nicht. Wobei... Ja, obwohl man, das ist jetzt nicht politisch orientiert. Ja, wenn man jetzt mal, wenn man tendenziell jetzt eher sozialer als Männer. Jetzt auch mal, wenn du von den Parteispitzen ausgehst oder von der Masse an bekannten Politikerinnen, ja, in welchen Parteien die sind, hätte ich jetzt zum Beispiel wäre mir als erstes eingefallen, dass es mehr CDU. Frauen bei den Grünen hätte wäre ich mir jetzt als erste gedacht. Also da sind ja, die. Gut. Relativ präsent, finde ich. Abgesehen ja, das ist aber auch irgendwie auch so eine Policy von denen, irgendwie da so Frauen. Ja, aber vielleicht hat das Renate dann ja auch was Günast. Gut, ich sage mal, Frauen sind dann wahrscheinlich wirklich diese sozialen Dinge und auch um Kind und so wichtiger. Verteidigungs. Oder die vertreten das auch eher einfach, weil es besser rüberkommt in der Politik auch. Deshalb ist Frau von der Leyen auch Verteidigungsministerin. Ja, natürlich. Krieger-Amazone. Deutsche Krieger-Amazone, eindeutig. Was war das hier? Mit dem M60 morgens im Bett und denkt sich, guten Morgen, Motherfucker. Diese Koch oder so hat auch wieder ein Kind gekriegt. Hat doch Böhmermann gesagt, noch 5 Kinder bis zum Verteidigungsministerium. die Yahoo-Chefin ist auch schwanger jetzt. Viele sehen das ja als Risiko für ihre Karriere an. Ich sehe das als Risiko für Yahoo an, weil Yahoo ist tot. Nee, der Yahoo-Verteil ist gut. Tatsächlich, Yahoo ist glaube ich noch groß in den USA und in Japan. Wer Yahoo denn etwas? Yahoo einfach. Ich meine, ich binge ja nicht mal etwas. Ich habe das Gefühl, Yahoo gibt es nur noch. Also so, das ist der einzige Schnittpunkt, den ich mit Yahoo habe. E-Mail-Adresse. Der Wetterdienst auf dem iPhone. Der wird bei Yahoo abgerufen. Ja. Auf Android auch, glaube ich. That's my feel. Das hängt von deiner verfickten App ab. Achso, da Standard. Das ist Das macht überhaupt keinen Sinn. Google Wetter greift ja sicherlich auch nicht auf. Google Wetter. Ich wollte gerade sagen. Wenn ich bei Google halt Wetter Berlin eingebe, die Daten, die dann kommen. Weißt du, was weißt du, wo die eigentlich abrufen? Das kann ich auch jetzt nachschauen. Ich wollte gerade sagen, also gibt es eine Standard-App auf Android überhaupt? Wetter. Ist nicht drin bei mir zumindest. Berlin. So. Berlin sind gerade 21 Grad leicht bewölkt. So. Weather. Es kommt von Weather. Weather.com. Ja, und die Seite ist von Weather.com. Oder ist sie auch? Wer macht denn jetzt die Krawall draußen? The Weather Channel. Das ist irgendwie. Keine Ahnung. Skurriler Körperreflex beim Essen. Eiskalt erwischt, der fiese Hirnfrost. Der fiese. Gehst du bitte von diesen Seiten runter, danke. Die sind schon manchmal geile. Wissenschaftler haben herausgefunden, wie sie ihn nur 5 Minuten abnehmen können. Die Industrie ist geschockt. Wissenschaftler haben herausgefunden, Zucker ist schlecht.
Oh. Ah, genau. Oder Automobilhersteller fürchten sich vor diesem Geheimnis oder sowas. Atomdown. Das habe ich noch nie gelesen. Ich lese immer nur von Abnehmen. Ich lese immer nur Abnehmen. Ja, oder. Die Atomindustrie ist geschockt. Kim.com hat aufgehört abzunehmen. Das ist auch so ein Vogel. Der Vogel, ey. Ich weiß immer nicht, was ich von ihm halten soll. Er macht halt immer so auf gut Mensch, aber ja, manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob das so... Kim Schweiger? Kim.com. Wie er auf Til Schweiger kommt, wie über Kimi.com. Ja, ich folg dem auf Twitter. Ja, ich auch. Manchmal hat er irgendwie so seine Hetzer-Posts und dann andererseits wieder so... Ja, er wies bei uns nochmal ein Urinal. Ja, er wettert ja hauptsächlich gegen die neuseeländische Regierung und amerikanische. Ja. Aber er fährt eine G-Klasse, ein G63, muss man ganz klar sagen. Das ist nicht ein Pluspunkt. Da ist ein Pluspunkt! Der hat ganz schön viele Autos gehabt, zumindest. Weiß nicht, ob er der hatte einen Schwan, sein Schwan wurde erschossen. Ja. Es war nicht sein Schwan, der Schwan wohnte nur quasi. Ja. Der Schwan. Wer weiß, vielleicht hat ihn auch gekuppelt. Der Schwan scheißt jetzt hier. Was? Das war jetzt weniger witzig. Der Igel scheißt jetzt hier. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Da kann man gleich mal investigatieren. Der Igel wohnt jetzt hier. Ja, und ich glaube, scheißt jetzt hier ist die Abwandlung davon. Ja. Vielleicht ist das auch nur meine Abwandlung davon. Ich glaube, es ist deine Abwandlung davon. So, kann es mir irgendjemand helfen, die Kinderstation zu bauen? Bitte, danke. War das. Jemanden vor die Tür scheißen, Salzstangen reinstecken und sagen, der Igel wohnt jetzt hier. Das ist so ähnlich in Amerika. Scheißt man wohl in diese Plastiktüten, stellt die auf die Veranda und zündet die an. Papiertüten. Ja, meine ich, Papiertüten, diese braunen. Ja, das ist Shitprank. Aus dem man auch Alkohol trinkt. Auf die Theke scheißen, Salzstangen reinstecken und sagen, der Igel wohnt jetzt hier. Der ist ziemlich geil. Der Fuck. Das wäre mal ein Move. Nee, einen richtigen Krieg. Unleash the power. Das wäre ziemlich eklig. Ich wette, so auf dem Dorf passiert das schon mal. Auf dem Dorf. Auf dem Dorf passieren die witzigsten Dinge und alle schweigen. Til Schweiger schweigt auch. Der Till, der schweigt jetzt hier. Lalalalalalalal. Ich hör auf, LOL zu sagen. LOL. Ich gab jetzt bei LOL ein Update, ein großes. LOL! Ist jetzt die Main und Baseline geupdatet, yo? Lane, nicht Line. Faggot. Also ich nehme nur Lines. Und was war jetzt richtig? Lane. Ja, aber ich zieh doch immer nur Lines. Ach, das ist nicht witzig. Math not even once. Danke, das ist nicht witzig. Ganz schon witzig. Darf man denn nicht mal auf Kosten von Drogenopfern lachen? Eigentlich nicht. Klar. Super intelligentes Drogenopfer. Super intelligentes Drogenopfer. Das sind zwei Wörter, die passen nicht zusammen. Ja. Doch, SIDO. SIDO. Will ich den jetzt nicht als super intelligent beschreiben? Das ist seine Abkürzung. Andi rafft's nicht. Andi rafft's nicht. Das ist sein Name quasi. Habt ihr das mitbekommen, dass er besoffen bei Schlag den Rab? Und ich musste es mir dann auch anschauen. Besoffen? Gut angetrunken wohl, seine Aussage. Und es war halt wirklich so, du hattest wirklich das Gefühl, das Mikrofon würde ausfallen. So in etwa hat sich das dann angehört. Es kam nichts, aber es klang halt irgendwie, ja. Weil er Sachen rausgehauen hat. Ja, er hat Text vergessen. Er hat einfach gedroppt. Er hat einfach nichts gesagt an der Stelle. Gut. Und daneben der Andreas, der da seinen Riff. Der Burani. Burani. Kevin Kurani. Andreas Burani, wer auch immer. Der Kurani. Kevin Kurani ist auch einfach so vom Erdboden verschluckt, als der bei der einen WM oder EM so Stress hatte. Wie sagt er das? Der hatte Stress mit einem Klinsmann, glaube ich. Oder weiß nicht, irgendwen. Du klingst gerade wieder einer von Twin TV. Stimmt, so ein wie bisschen. Der eine, die klingen die nicht gleich? Nein, der eine redet ein bisschen dumm. Das sind nämlich dumm und dümmer. Okay. Aber mit ja. Ich finde, sie reden halt einfach so. Ja, so, hallo. Ich finde es anstrengend. No offense, aber anstrengend. Ja, genau so hat Däum gerade geredet. Ich das jetzt da auftauchen, weil ich dumm und dümmer gesagt habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Nein, so war das nicht. Oh gemacht. Doch, Kian, du siehst. Ey, wieso? Ist gratis Werbung. Gratis Werbung. Gratis Werbung quasi. Vielleicht kommen wir damit noch zu alles klar, weil wir hier Beef streuen und so. Hm, alles klar. Alles klar. Du kannst nicht mehr normal alles klar sagen, weil sofort steht dann in den Kommentaren so: alles klar, alles klar, alles klar. Nö, habe ich noch nie bei uns in den Kommentaren gelesen. Im Livestream ist das zum Beispiel so. Ja, ist der Livestream in die Kommentare? Nein. Im Livestream nennt sich das Chat-Funktion. Chat. Shit-Funktion. Chat-Funktion? Da chattet Dolby immer seine Schuppen rein. Ich hatte gerade echt das Gefühl, du hast mir auf die Stirn gespuckt, ne? Also ich habe mir gerade echt eingebildet, dass der Spucke auf meine Stirn fliegt. Da shattet der Däumel die Schuppen jetzt rein. Jetzt habe ich es gerade noch abgewischt, die virtuelle, die imaginäre Spucke von Andi. Imaginäre Spucke von Andi. Spielen mit Andi. Im Pretoria. Oh Gott, hat das gerade übersteuert. Im Pretoria. So viel zum Thema Kian übersteuert nicht, weil er sich selbst hört und komprimiert ist. Ja. Er hört das schon. Ah, ich wollte ja mal testen. Moment. Was passiert jetzt eigentlich? Hallo? Hört ihr den Nahbesprechungseffekt? Hallo? Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Are you ready? Hallo? Hallo? Okay, das ist unglaublich unangenehm, bitte hör auf. Jetzt ist es wieder normal, fast. Aber, pass auf. Nein, du klingst unglaublich scheiße. Kian. Alter, es vibriert in meinem Ohr. Das ist richtig unangenehm. Kian, es juckt. Es schüttelt mich, wenn ich das höre. Kian, hör auf. Kian! Hallo. Nimm mal die Putzfrau vom Mischpult. Nicht mal. Hör auf, das Mikro zu droppen. Ja, Alter, das ist unglaublich unangenehm. Alter. Dolph, kannst du bitte mal aus dem Skype-Gespräch kicken? Er kann das nicht. Kian! Stop! Es tut weh! Ich hab einfach nur, bin nah ans Mic gegangen für den Nahbesprechungseffekt und dann habe ich auch noch tiefe Frequenzen hochgelegt. Aber mein Ohr summt komisch. Dann habe ich dann Trommelfell destroyed. Irgendwie ist es so, Hab einen Destroyer gemacht. Ja, warum? Was ist eigentlich der Sprachbegriff für einen Ohrenarzt? Gibt's überhaupt Ohrenärzte oder gibt's nur Ornithologe? Oder gibt's nur HNOs? Hals, Nasen, Ohrenarzt. Ja, aber gibt's auch nur Ohrenärzte? Das macht keinen Sinn, weil das alles zusammenhängt. Also, das ist doch alles ein quasi Nebensystem. Ein System, eine Instanz, ein Dungeon, ja. Ja, es würde halt, ich glaube, es würde keinen Sinn machen, sich irgendwie nur ums Ohr zu kümmern. Allein wenn du Schnupfen hast und eine Mittelohrentzündung, da ist auch viel mehr beteiligt als das Ohr. Ja, du hast ja recht. Ja, ich weiß. Ich hab öfter recht. Ja, ist richtig. Bitch. Manche Leute haben ja Probleme mit Druckveränderungen. Otorhinolaryngologie. Das ist Hals, Nasen, Ohrenarzt auf Latein. Wenn ich es richtig verstehe, ja. Okay. Wenn ich es richtig verstehe. Ich muss doch ganz sicher, dass du es richtig verstehst. Ja. Mup, 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 mup. Er hupte. Würde ich auch erstmal zu hupen, ja? Ja, sehe ich genauso. So, ich mache jetzt hier übrigens Deko-Fenster hin. Das ist ein Raum, da ist quasi kein Raum, aber ich mache Fenster hin, damit es von außen gut aussieht. Okay. Okay. Ist das ein gottverdammter? So. Was? Hier ist das ein gottverdammter Glockenbeat. Das ist ein gottverdammter Glockenbeat, yo. Yo. Hör auf, yo zu sagen. Hör auf, yo. Kian. Was machst du denn, Däum? Ausgehen. Port dich doch einfach. Der cheaten. Muss man das kaputt machen. Zerstören! Ich muss zerstören. Wann gab es eigentlich mal das letzte Mal was von Rammstein? Also Freshes? Bringen jetzt eine neue DVD raus. Wow, also sorry. Aber ich finde, Bands, die neue DVDs rausbringen, das ist wieder sehr. Ich gucke mir sehr gerne Interviews von Farin Urlaub an, wie er selber zugibt. Ja, also nicht nur, dass wir alte Lieder, oder er sagt selber, er hat ewig viele Lieder zu Hause, ne? Also hat er von eine Platte gemacht. Okay, gut. Das ist eigentlich ja Erstverwertung. Dann haben sie davon eine Live-Aufnahme gemacht. Das heißt, es gibt ein Live-Album und eine Live-DVD, was dann die Drittverwertung ist. Ich habe damals mit einem
mit einem Freund von mir, der hat sich die Völkerball-DVD geholt. Die ist so geil. Ja, ist natürlich geil, aber ganz ehrlich, so hart das klingt, aber mittlerweile kannst du dir ja fast jede Festival-Auftritt von Bands auf YouTube angucken und das nicht mal mehr in schlechter Qualität. Nee, aber also das bei Rammstein, einfach von 1 Plus abziehen. Nee, bei Rammstein dauern die Aufnahmen, die Songs halt einfach, weil... Ah genau, hier, Rammstein in Amerika, kommt am 25. September raus. Aber das ist auch einfach ein Konzert, aber jetzt nicht sonderlich neue Titel und so, ne? Nein, aber die arbeiten an einem neuen Album. Ne, die wollen anfangen an einem neuen Album zu arbeiten, oder? Ja. Und aber Pendulum bringt Neues raus. Pendulum. Pendulum hat doch eiskalt so rausgehauen. Ja, Pendulum so. Halt. Live das heißt von Madison Square Garden. Halt Lieder, dann noch Documentary, Rammstein in Amerika und Making of Liebe ist für alle da. Nee, aber also, auf Pendulum freue ich mich richtig. Das wird ziemlich nice. Sag mal, was hast du denn an deiner Kinderstation schon gemacht? Nichts. Ja, weil ich aus dem Außenbezirk tätig war. Was hab ich denn? Ich habe die Fenster hinten gemacht. Als ob. Da wäre sie jetzt endlich mal Fenster hier. Jetzt zählt hier mal Licht rein. Tatsächlich? The update that changed everything. Und das ist das erste Zimmer Wolkenschein. So. Naja, aber Kieran, ich weiß nicht, wie man so Leute nennt, aber wenn man sich das dann auf Blu-ray holt, dann hat man ja noch eine bessere Qualität, als wenn man es auf YouTube schaut. Toll. So, wie sieht ein Kinderkrankenzimmer aus? Ja, wie normal ist, nur mit ein bisschen bunt. Kleinere Betten. Hilf es mir einzurichten. Nee, nicht kleinere Betten. Nee, stimmt eigentlich. Betten liegen die das trotzdem ist so. Standardisierung, Kilian. Das macht es viel einfacher, wenn das man das bildet. Erstmal von unten. Erstmal sind die Eingänge hier zu klein, um hier Betten rein und rauszuschieben. Die sind ja also, so groß. Ist das für Kinder? Das muss nicht so groß ernst? Sein. Du hast überall nur Einzeltüren? Das ist jetzt nicht, wo jetzt ein Doppeltür ist. Nee, das würde ich sagen. Hier kannst du auch kein Bett reinschieben. Aber das ist auch die Quarantäne. Quarantäne steht, da müssen keine Betten rein. Da kommt ein Leichensack. We don't have patients, we only have bodies. Ja, Folge ist übrigens sein. Nur die Massenzimmer haben offene Zimmer. Ja, okay. Ja, good job, ne? Dann beenden wir jetzt mal die Folge und. Ja, das sind spezielle Komprimierungsbetten. Die klappen sich zusammen, quetschen den Patienten und dann. Hey, das ist wie so klassisch in so Filmen, wenn sich das so in der Mitte zusammenklappt. Ne? Ja, dann bist du quadratisch praktisch. Ach so, und dann werden sie quer reingeschoben. Ja. Im Sandwich-Format. Nice, gefällt mir. Gut. Wo ist das Loch, wo ich gedroppt bin? Also, gönn ich ein Abo und lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter in der Kinderstation bauen. Tschüss!